So, ich zeige euch hier nochmal meine aktuelle Aussicht. Ich bin jetzt hier am Waldrand unterwegs. So spektakulär ist jetzt nicht. Heute ist halt auch sehr warm, gefühlte 28 Grad oder sogar 30. Also hier ist halt sehr ländliche Region und so Felder und Acker, weite Sicht halt. Kennt man ja auch vom Odenwald. Gefällt mir ganz gut. Also im Wald war ich jetzt nicht so viel. Da hinten ist schon wieder das nächste Dorf. Ist halt auch immer Geschmackssache. Manche mögen halt solche Wege ganz gerne. Andere sind lieber mehr nur so im Wald. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann. Das sehe ich jetzt gerade. Da ist irgendwie da hinten. Das sieht aus wie so eine Art Burgruine, aber ich kann es auch schlecht erkennen. Ist zu weit weg. Da bräuchte ich ein Fernglas. Beziehungsweise könnte ich da mal mit der Kamera. Kann ich mal ranzoomen. Mit dem Handy geht es schlecht. Wie gesagt, ich mache halt auch nur einen ganz kleinen Teil jetzt von dem Altmühltal-Panoramaweg, der hat ja 200 Kilometer. Kann natürlich sein, dass andere Etappen noch eher schöner sind. Also ich muss auch sagen, heute sind erstaunlich wenig Wanderer unterwegs. Vielleicht machen die einen von diesen Rundwegen oder sind einkaufen oder andere Etappe. Allerdings habe ich sehr viele Radfahrer gesehen, weil es gibt auch einen Altmühltal-Panorama-Radweg. Ich glaube, der heißt auch so. Aber da gibt es, ich habe gesehen, es gibt noch andere Radwege. Also es gibt ja auch viele Radwege. Also Radfahrer sind sehr viele unterwegs, da habe ich sehr viele gesehen. Man konnte sich da in Treuchtingen auch irgendwie wohl ein Fahrrad ausleihen. Also da war so ein großes Fahrradgeschäft mit E-Bikes und alles. Die haben sicher auch Mountainbikes. Allerdings ist jetzt Radfahren nicht so meins. Ich habe auch nur so ein Citybike mit 5 Gängen. Also so ein Trekkingrad habe ich nicht.